David, stell dich doch kurz vor, wer bist du eigentlich? Ich bin David Klett, ich arbeite für ein deutsches Bildungsunternehmen, die Klett-Gruppe, und bin dort verantwortlich für verschiedene Häuser, die Fachinformationen für Lehrer anbieten. Fachinformation heißt Kopiervorlagen, Loseblattwerke, Seminare, Kongresse und allerhand digitale Angebote. Ja, so nun sind wir heute ja auf dem Camp für freie Bildungsmaterialien. Ist es Teil eures Geschäftsfeldes oder was genau treibt dich hierher? Ob OER für uns schon Teil unseres Geschäftes sind, muss man gucken. Wir denken über verschiedene Modelle nach, wie wir OER verbinden können mit unseren Angeboten. Zunächst mal sind aber OER für mich Teil der Vielfalt in der Bildung. Mhm. Und mich interessiert die Vielfalt der Bildung. Ich suche Inspiration. Sehr gut. Wie waren bis jetzt so die Gespräche, die du hier auf dem Camp hattest? Ich fand sie eigentlich richtig gut. Ich bin allerdings auch ein Wiederholungstäter. Das ist jetzt schon mein drittes oder viertes OER-Camp, das ich besuche. Ich kenne einfach sehr viele Leute hier und alle denken über gute Bildung nach. Und das tue ich auch. Und daher muss ich sagen, es gab da eine ganze Menge Anregungen. Ja, nun waren, ich habe so ein bisschen die Twitter-Wall verfolgt. Du hattest ja auch eine Session gehalten. Zu welchem Thema war die? Meine Session war eigentlich nicht direkt über OER, sondern über etwas, wie ich finde, Schreckliches, was ich in Osteuropa beobachte, nämlich, dass der Staat oder Behörden nach und nach den Wettbewerb zwischen den Bildungsverlagen ersetzen durch ein staatliches Angebot. Und das greift so verrückt um sich, meistens mit dem Motiv, Geld zu sparen, oftmals aber auch unter freier Lizenz. Und das macht mir Angst, weil ich glaube, nicht nur, dass es bedrohlich ist für uns als Verlage, sondern auch schlecht ist für die Vielfalt, für die Wahl der Lehrer, wie sie ihren Unterricht gestalten wollen. Und das war eigentlich heute mein Thema. Darüber habe ich berichtet. Und jetzt neigt sich der Tag hier allmählich auch schon dem Ende zu. Was nimmst du für dich persönlich aus dem Camp mit? Also für mich ist nochmal die Frage, was können wir Verlage eigentlich auch den typischen OER-Fans, Apologeten, Jüngern und auch einfach nur Interessierten bieten, dass sie sagen, ich möchte auch mit Medien arbeiten, die nicht unter freier Lizenz stehen oder die Hybride zwischen den beiden sind. Also ich denke mir einfach, wir wollen gute Bildungsprodukte entwickeln und anbieten und wollen zufriedene Kunden haben. Unter welcher Lizenz ist mir dann erstmal gar nicht so wichtig. Darüber denke ich jetzt viel nach. Okay. Wie ist das, wenn jemand an dich eine Frage hat? Bist du auf Twitter? Ich bin auf Twitter, ja. Mhm. Das ist @DavidKlett. Wunderbar. Würde ich sagen, wenn da noch Fragen sind, kann man David über Twitter erreichen. Und ich denke, wir widmen uns jetzt einfach dem Rest vom Fest. So machen wir das. Jawohl. Und winken mal kurz in die Kamera. Adieu. Tschüss. Tschüss.